Moin Leute und willkommen zum GPL-Kampf Nummer 11 gegen Parsifani. Wir haben den letzten Spieltag der Hinrunde und wir sind immer noch erster Platz. Wir haben 3 Punkte Vorsprung und wir wollen den ersten Platz verteidigen. Wir wollen vielleicht den ersten Platz ausbauen, falls N und Bene mal verlieren sollten. Das ist ja die letzten paar Wochen nicht so sehr passiert. Bene hat, glaube ich, auch eine sehr hohe Winstreak jetzt. Ich glaube, 5 Siege in Folge und das ist nicht so cool für uns, denn Bene soll ein bisschen Abstand von uns haben, denn wenn wir gegen Bene spielen, wäre es cool, wenn wir vielleicht den, wenn wir gewinnen könnten, aber ja, also ich möchte halt nicht durch die Niederlage halt eben nach hinten fallen. Dementsprechend wäre es ganz cool, wenn wir gewinnen würden, diesen Spieltag und dann erstmal Frühlingsmeister. Frühlingsmeister ist erstmal unser Hauptziel, ja. Ich habe noch ein bisschen was am Team geändert, und zwar, also das heißt ein bisschen, eigentlich nicht viel. Ich habe die Faust von Marmutil geändert. Ich habe das im Teambuilding-Video dann auch richtig da angezeigt, aber die Stats sind noch nicht ganz dann korrekt. Ich habe meine Faust so gelegt, dass ich langsamer als Panzer Aeron bin, um dann mit den Ruheort zu punishen mit Erdbeben. Den konnte ich auch die ganzen KP in die ganzen EVs in die KP packen. Und das ist ziemlich cool. Und ja, sonst hat sich nichts mehr geändert. Ich erfahre eigentlich ein hohes Risiko mit dem Team, meiner Meinung nach. Ich könnte einfach Assault West Magena spielen und wäre super gut da drinne. Ja, ich könnte einfach Assault West Magena spielen. Klar könnte halt Volt Dexel spammen dagegen, aber Assault West Magena wäre halt, ist halt auch ein super Set gegen ihn. Ich mach's jetzt nicht. Gangwechsel mit Expert Belt ist halt das Set, aber das ist mindestens genauso gut, wenn nicht gar besser. Das ist halt offensiver und das ist nicht ganz so safe und er könnte mich halt besser punishen, aber ich könnte ihn halt auch er könnte mich dagegen offensiv punishen, aber ich könnte ihn damit theoretisch super hart speaken. Und ja, es geht los. Was hat er dabei? Er hat tatsächlich kein Panzer Aeron dabei. Okay, das überrascht mich, weil Panzer Aeron wäre sein Marmutil-Check gewesen. Und das ist eigentlich ein Problem für ihn, meiner Meinung nach. Ich sehe hier auf jeden Fall Elfhun super gut. Ich muss das Tentoxa wegbekommen. Tentoxa, wenn das weg ist, Zucker. Und ich habe auf jeden Fall genug Möglichkeiten, das Ding wegzubekommen. Er könnte halt Fullspeed spielen, um meinen Marmutil zu nerven. Und jetzt die Frage, mit was wir leaden. Rotom ist halt super safe. Und ich glaube auch, was Rotom mein Lied sein wird, ich brauche es halt als Switcher nicht so sehr, sondern mehr als... Es ist halt super gut, um Hazards wegzubekommen. Aber Rotom ist, glaube ich, der beste Lead. Wenn er mit Fundus leadet, dann ist das, glaube ich, das Schlechteste, was noch passieren könnte. Wir machen das jetzt mal. Komm, wir leaden jetzt einfach mal mit Rotom und... wir sind halt speziell defensiv. Das ist ganz cool gegen das Gegnerteam. Er hat tatsächlich einen Voltabsorber mit dem Fanduis, aber ja, ich glaube, das wird ganz gut funktionieren, das Team. Ich muss einen Screenshot machen. Und ja, hat keinen Panzer Aeron dabei. Es wundert mich, wie gesagt. Wenn ich halt den Setup rausbekomme mit Magena, wäre das halt super nice. Dann würde ich sagen, Parsi, ja, good luck, have fun, ne? Also ihr habt wie gesagt, ein paar Serien halt selbst gerechnet, aber das ist auch nicht so schlimm. Ist halt mein Marmutil stärker. Kann ich mit Marmutil ein bisschen safer angreifen, mit dem Focus Go tank ich auch immer einen Hit. Das ist ganz cool. Mal sehen, was er leaden wird. Hoffentlich mit einem guten Lead für mich. So, Krabbelante ist am Start. Und er leadet mit Verrektas. Okay. So, Verrektas ist natürlich nervig as fuck. Aber die Frage ist, die sind halt speziell defensiv. Und wir haben... der Überrumpler sollte eine Menge Schaden machen. Aber wir gehen mal in den Kalk rein. Und gehen mal in Galusipot. Gegen mein Rotom. Wash. So, du bist... das da. So, First Impression macht eine Menge. Richtig viel Schaden. Aber Volt Wechsel auch. Und wir sind schneller, aber dann würde er rausgeforst werden, was ganz nice wäre. Die Frage ist, ob wir Toxic tun wollen. Weil er könnte halt in sowas wie Latias gehen oder direkt in Fanduis. Und das wäre geil, wenn wir dann Toxic drauf bekommen würden. Volt Wechsel ist halt super obvious.
Und ich glaube, wir können uns jetzt noch unseren Laum auf Toxic einmal zurück. Wir machen das einfach mal. Er bleibt tatsächlich drückt immer rum. Das ist aber okay. Haut uns auf unsere Beere rauf. Und leider kommt kein Voltwechsel, sondern nur das Toxic. Das ist aber okay, wie gesagt. Die Frage ist jetzt halt, in was geht er rein? Er könnte jetzt in Thundurus wechseln. Das können wir halt predicten mit der Wasserattacke. Er könnte auch einfach in Latias gehen. Wir könnten nochmal Toxic drücken. Die Frage ist halt, hat er Leech Life? Na, das ist jetzt die Frage aller Fragen. Die Frage ist jetzt halt, ah fuck, möchte ich nochmal Toxiken? Oder möchte ich auf... Rotom wäre halt nice, aber... Was verliere ich, wenn ich Voltwechsel drücke? Wenn er in Thundurus geht. Er könnte mich halt mit dem Z-Move killen. Dann müsste ich rauswechseln, das wäre auch kacke. Ich glaube, wir gehen jetzt mal auf Voltwechsel. Ich glaube, es ist ein Missplay. Ich glaube, Toxic wäre der Play gewesen. Wenn jetzt ein Thundurus geht, wäre es... Natürlich geht auch Thundurus. Warum mache ich sowas? Warum mache ich das? Warum spiele ich so scheiße? Ich muss mich dagegen was trauen. So, Thundurus killt uns halt mit dem Z-Move wahrscheinlich. Rotom Wash. Warte. Rotom Wash mit einem coolen Set. Warum hab ich das so weggemacht, das scheiß Ding? So. Thundurus macht mit dem Set Donnerblitz nicht genug. Sollten wir tanken? Das heißt, das ist das andere Thundurus Set. Das andere Thundurus Set. Das darf ich nicht vergessen. Das macht das nämlich genug Schaden. Sollte es. Das ist ein Roll. Aber eine gute in seinem Fall. Er könnte halt... Will er halt sie... Okay, wir drücken einfach mal auf Heidi. Wir haben keine Wahl. Okay, Voltwechsel. Okay. Parsi spielt gut. Mobilt noch nicht zu viel. Vielleicht geht er jetzt nochmal in Tektos. Macht er auch, okay. Hydro kommt und trifft und macht ein bisschen was an Schaden. Möchte ich jetzt hier schon meinen Rotom opfern? Oder möchte ich in... Ich glaube, Rotom tankt halt eh nichts mehr, oder? Nein, das tankt nichts mehr. Und es wäre halt kacke, wenn die Rocks liegen, aber ganz ehrlich, das tankt nichts mehr. Fazi hat es gut gespielt. Vielleicht prediktet er jetzt auch irgendwie Liquidation oder so und ich bekomme meinen Voltwechsel raus. Ich glaube, er wird aber safe First Impression drücken. Also, Rotom tankt hier nichts mehr. Das war einfach gut gespielt von ihm. Die ersten paar Turns liefen gut für ihn. Ich muss auf jeden Fall jetzt aufpassen, dass hier keine Scheiße mehr passiert. Das Ding ist jetzt low. Vielleicht drückt er jetzt auch irgendwie Aqua-Durchschuss oder so. Das wäre richtig nice für mich. Vielleicht prediktet er ja meinen Magena-Switch. Und das wäre auf jeden Fall ein cooler Play. Aber wir gehen halt safe auf Voltwechsel. Wir brauchen das Ding nicht mehr. Das wird jetzt einfach sterben. Wir sind Shella, das ist super. Ist das die 50% Beere? Ist es nicht? Das heißt, er geht jetzt raus. Das heißt, unser Rotom lebt auf jeden Fall noch. Das ist nice. Und General Grievous ist super low. Also wir haben auf jeden Fall, da haben wir auf jeden Fall mal einen Predict gewonnen. So, die Citro-Beere ist schon mal weg. Okay. Cell Junior, das ist
Digital, ist okay. Die Frage ist halt, gehen wir einfach ins Celebi raus. Ich glaube halt schon, dass Celebi unser Play ist, ne? Weil das ist halt unser Switchen da rein. Wir haben halt nichts anderes. Und Rotom können wir dann auf jeden Fall auch nochmal saven. Vielleicht drückt er jetzt hier direkt Beton Pass oder so ein Kram, aber Celebi wäre halt auch nicht so schlimm. Weil er könnte zwar in General Grievous gehen, ne? Aber da haben wir Project für, was ganz nice ist. So, Lord Boros ist am Start, geht auf Turmkick, der trifft, der macht aber nicht viel Schaden. Das Life Warp. Das ist zu 100% Life Warp und killt uns jetzt der Ice Punch. Ich glaube aber nicht, dass er uns killt. Er spielt tatsächlich kein Scarf, womit ich gerechnet habe. Okay. Okay, Ice Punch. Ja, genau. So, Life Orb, Ice Punch. Wo bist du? Da bist du. Das ist auf jeden Fall das Set. Und Ice Punch. Das macht nicht genug. Wir könnten halt jetzt unseren Move drücken. Also unser Z-Move. Vielleicht denkt er ja auch, wir sind schneller und was machen wir jetzt? Karl meint, wäre schon super sweet, ne? Wenn er rauswechselt. Können wir mal gucken, ob das Element war. High Jump Kick, das. Ich hab nicht mehr so viel Zeit. Das könnte. Es müsste Element sein. Hat er überhaupt genug Speed? Ja, müsste er haben. Wir gehen mal auf Carmine. Komm, wir machen jetzt den Play und gehen mal auf Carmine. Okay, Gott sei Dank ruft er zurück. Holy shit. Puh. Okay, da kommt Latias. Und eigentlich müssten wir alles davon tanken, jetzt wenn wir plus 1 sind. Ja, komm. Warum mal den Draco rein? Was ich für mich macht der Draco. Der Draco Meteor macht halt gar nicht so viel. Wenn wir plus 1 sind, macht der. Na, 46 Max. So, jetzt gehen wir auf die Staffette. Und gehen dann auf Magierna. Und dann sieht es eigentlich ziemlich nice aus. Kraft ist das. Das ist Poison? Das hat nichts gemacht, sondern das Eis. Gegen was war der Eis? Kraft ist selber Eis. Ach, gegen das. Das könnte Poison für sein für das Elfhuhn. Mhm. So. Wir gehen das am Start. Wie macht Earthquake? Sollte nicht viel machen. Gegen Magierna. Keine 50%. So, und jetzt gehen wir auf den Gangwechsel. Serpentine ist am Start. Wer macht das? Keine 50%, wie ich gecallt habe. Und Dazzling Gleam. Das kann doch mal, was er für ein Set fährt, ne? Könnte jetzt töten. Weil wir halt den Expert Belt haben. Wir sind halt jetzt super bulky. Also, wir tun jetzt richtig weh. Mal sehen wir. Ich glaube, er muss jetzt halt. Irgendwas stirbt jetzt auf jeden Fall. Zu 100% stirbt jetzt irgendwas. Kein Wenn und Aber. Da hätte er doch irgendwo einen Fokus-Code drauf, das wäre ein bisschen doof. Da wäre ein Rocks natürlich ganz cool gewesen. Fällt aber auch gar kein Fokus-Code drauf. Dann wäre das super nice für mich.
so Zauberstein kommt, dann müsste eigentlich töten. Das killt auch. Latias ist weg. Erster Kill von Magierna. Jetzt natürlich die Frage, was da jetzt geht. Weil ich bin halt schneller als alles. Vielleicht Phanduis. Ich weiß nicht, ob mich Phanduis outspeed, wenn es gescarft ist. Da bin ich überfragt. Krank. Vielleicht ist das auch Focus Sash. Ah, Tibot müsste ihn eigentlich töten. Verbindung bitte. Hallo, Verbindung. Da ist sie, Gott sei Dank. So, Donnerblitz ist am Start. So, Magierna, zeig, was du kannst. Plus 2 Donnerblitz mit Expert Belt. Weg. Next Kill. Kommt der jetzt der Magierna Sweep, Leute. Ach, Leute. Versus Drakun. Das ist das Ding. Hat das Ding einen Focus Sash? Wir gehen auf jeden Fall mal auf Zauberstein. Wenn das Ding Focus Sash und tankt den Hit, dann war es halt ein Missplay mit dem Zentoxa. Es hat ein Focus Sash, okay. Tanken wir einen Hit. Tanken wir. Ah, Notsituation. Der Turbofelsen, scheiße. Hat der Zentoxa reingeschickt und damit das Game gefroht. Zentoxa wäre nice gewesen. Das wäre echt geil gewesen, Zentoxa. Das ist nämlich sein einziger Elfen-Check so richtig. Jetzt ist halt das restliche Team super sick. Wollen wir gehen nach Saven? Ne, oder? Das macht nichts mehr. Er hat halt safe Move. Turbofelsen, klar, ja, Turbofelsen, war klar. Und jetzt die Frage, was wir machen, ne? Wir müssen auf jeden Fall in irgendwas gehen, was schneller ist oder ein Prio hat. Ich glaube halt, dass das unsere einzige Option ist, jetzt hier in Silver Fang zu gehen und U-Turn zu drücken. Weil, ja. Die Rocks müssen wir halt verhindern, weil er spielt Safe Rocks 100%. Warum auch immer in den Top 10 Tox reingegangen ist, das habe ich nicht verstanden. Wir gehen auf U-Turn. Und ja. Können dann eigentlich in Celebi gehen, wenn er jetzt hier in Tektos geht. Warum soll er in Tektos gehen? Ich weiß nicht, in was er gehen sollte hier. Auf jeden Fall hat das Magin hat so viel Work gemacht. Holy, das hat einfach auf Tofu, es macht uns noch ein bisschen Schaden. Wir killen das Ding mit U-Turn. Kommt sich leider live auf Schaden, was nervig ist, aber das passt schon. Ich glaube, ich bait jetzt. Ich bait jetzt das Tektos rein. Das ist ein Play. Komm, wir baiten jetzt das Tektos rein. Lord Bo das Celebi macht halt eh nichts mehr, dieses Game. Das ist jetzt der Play. Das Tektos rein baiten. Dann denkt er sich so, ha, ich kann First Impression drücken. Und dann, oh. Oh, es geht nicht, weil ich habe Protect. Und jetzt muss ich noch einen Mon sacken. Hm, blöd gelaufen. So, gehen jetzt auf Schutzschild. Keine First Impression für dich. Oh, und jetzt müsste eigentlich das eigene Psychic aus. Der wollte jetzt eigentlich eine Menge gemacht von Rotom. So, Celebi gegen Golisipot. Psychic macht eigentlich genug. Und der hat halt, der Voltwechsel hat halt super viel Schaden gemacht auf, also von Rotom. Ich kann mal kurz kalken, wie viel das gemacht hat. So, Rotom Wash. Hat eigentlich ziemlich viel Schaden gemacht, also. Wenn wir das Ding jetzt verlieren, ist auch okay. Wir gehen auf jeden Fall auf die Psychokinese. Die müsste eigentlich ausweichen. Er geht nochmal zurück, okay. Hätten wir doch mal lieber den Z-Psycho-Move gedrückt. Auf jeden Fall ist er jetzt in Ice-Shard-Range, was super nice ist. Zumindest glaube ich das. Schade, macht das halt wirklich nicht. Aber ich glaube, er ist in Ice-Shard-Range. Und wir gehen jetzt hier einfach auf den
Set Psychoschmetterschlag, ja. Psychoschmetterschlag. Der Schlammburger killt uns jetzt. Und ja, dann gehen wir jetzt einfach in unser, ja, cooles Pokémon mit dem Namen Marmutil. Wir können aber jetzt ein bisschen Eisschatten drücken, glaube ich. Eisschatten müsste ihn eigentlich töten. Das weiß ich, also glaube ich zumindest. Wenn nicht, passt es auch. Wir haben halt den Fokusgurt. Und das sollten wir eigentlich. Ich glaube, dass wir das gewonnen haben. Wir bekommen General Grievous davon. Reichen zwei Eisschatten plus Toxic aus? Ich weiß es nicht. Das sieht nicht so aus, aber es ist kein Problem. Wir können einfach Rotom sacken. Und dann hat sich das, dann müsste eigentlich Marmutil durchgehen. So, weg. Weg mit meinem, leider mit meinem Rotom. Und wir gehen jetzt einfach in Silverfang, drücken U-Turn nochmal und dann in Marmutil zu gehen und Eisschad bzw. Erdbeben zu drücken. Ja, dann müsste das eigentlich drin sein. Eisschad macht halt richtig viel gegen Fandris Team. Ja, drücken auf jeden Fall U-Turn. Jetzt ist auch General Grievous auf jeden Fall in Ice Shard Range. Das heißt, das zu saven würde nichts mehr bringen. Und auch Meditalis sollte an einem Erdbeben sterben. Zumindest nehme ich das an. Sollte es. Ja, doch, tut es. Ich weiß halt nicht, ob hier das Fanduist gescarft ist. Das könnte halt super sein. Also er könnte halt Scarf Fanduist sein. Was wir noch nicht gesehen haben. Deswegen, ich könnte jetzt wahrscheinlich zweimal Moonblast, dreimal Moonblast drücken. Aber er hat halt nicht Scarf Militalis gespielt. Deswegen könnte er Scarf Fanduist spielen. Dann würde ich halt noch einen Mon verlieren. Deswegen spielen wir das einfach so. Wir bekommen jetzt zwei Kills, bekommen jetzt den Kill mit Elfhuhn. Und kann dann mit Marmutil zwei Kills bekommen. Das steht halt immer noch nicht, warum er das Tantoxa weggeworfen hat. War das ein Missklick oder so? Okay, er sackt es nicht. Er geht in Cell Junior, okay. Die Frage ist jetzt natürlich, wollen wir einfach in Militaris gehen? Ich glaube, dass das Militaris auch genauso gut machen kann. Und dann kann man Militaris auch die Kills bekommen, das ist okay. Seid dummer! Und eigentlich müsste jetzt hier, ich weiß nicht, ob der Ice Punch ausreicht. Wahrscheinlich schon. Der Ice Punch reicht nicht aus. Oh ja, doch, weiß ich nicht. Wir gehen auf jeden Fall auf Zenitbud, komm. Meganuns, Zenitbud go. Ich glaube, der Ice Punch war eine Roll, aber es ist auch okay, weil das, wenn ich halt misse, ist das nicht so schlimm. Er geht auf Mogli tatsächlich. Das tut richtig. Jetzt reicht der Ice Punch aber aus. Böse, böse. Ah, noch Bullet Punch in dem Set. Das weiß ich nicht. Bullet Punch? Kommt er jetzt? Parsifani.
Du wirst auf jeden Fall jetzt einen Mon verlieren. Du kannst es, also... Er weiß halt nicht, dass ich keinen Fokus-Gott habe auf Marmutel. Marmutel ist halt so gut. Das ist halt... Aber gut, dass ich nicht in Marmutel gegangen bin, weil der Mokulieb hätte mich ein bisschen gefickt. Ne? So. Ice Punch. Ich weiß nicht, was sein Player hier wäre. Wahrscheinlich einfach das Ding sterben lassen oder so und dann in General Grievous gehen und da oder in Phanduis und einen Kill bekommen. So, Saitama kommt. Und bekommt einen Kill. Eigentlich der nächste Toxic Tick aus ist hier die Frage, die ich mir gerade stelle. Wir gehen mal auf Protect. Und reicht's aus? Toxic, komm. Tut es. Damit ist das Ding auch tot. Den Kill bekommt aber Rotom wegen dem Toxic. Nice. Jetzt kann ich eigentlich in Marmutel rausgehen und dann einfach Eisschad drücken. Wenn er jetzt hier kein Scarf ist, der muss jetzt, der wird sich jetzt auf Donnerblitz locken oder so. Und wenn er nicht auf Donnerblitz geht, dann killt ihn halt mein Elfhuhn. Müsste ihn eigentlich töten. Auf jeden Fall killt Eisschad. Was mache ich überhaupt für Sorgen? Eisschad killt safe. Bin ich zumindest der Meinung. Donnerblitz kommt. Ich glaube, dass der Eisschad killt. Also, ja. Der müsste eigentlich töten. Tut er auch. Das heißt, sie haben alles safe gespielt. Wunderbar. Und damit haben wir 3-0 gewonnen gegen Pasi. Und wir sind Frühlingsmeister. Woo! Applaus. Ach, gute Hinrunde. Lief tatsächlich richtig gut. Der Anfang war ein bisschen blöd gegen Bene, aber danach haben wir sehr gut gespielt. Meiner Meinung nach. Pasi hat ja ein Misplay gemacht mit dem Tentoxa. Das habe ich nicht verstanden, warum man Tentoxa gegangen ist. Wenn er doch sowieso Excalibur hatte. Vielleicht dachte er so, ich habe keinen Donnerblitz oder so. Kann ja sein. Aber es hat auf jeden Fall alles geklappt. Bin zufrieden, dass hier die Sets aufgegangen sind wieder. Vor allem das Sub-Pass, nicht Sub-Pass, sondern das Calm Mind Battle Pass Set funktioniert. War super. War extrem nice. GG nochmal. Wir sehen uns dann beim Halbzeit-Draft. Und ich hoffe, der Kampf hat euch gefallen. Und ja, tschüss.